Bist du angestellt und hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dich selbstständig zu machen? Dann hast du dir mit Sicherheit auch schon die Frage gestellt, ab wann lohnt sich eigentlich Selbstständigkeit? Oder lohnt sich Selbstständigkeit für mich generell? Vielleicht bist du auch selbstständig und es läuft nicht so richtig gut. Und du stellst dir die Frage, lohnt sich das Ganze für mich eigentlich noch? Oder wie hoch wäre eigentlich mein Gehalt, wenn ich das, was ich jetzt mache, einfach als Angestellter machen würde? Und deswegen gehen wir in diesem Video der ganzen Frage einfach mal auf den Grund, ob sich Selbstständigkeit in Deutschland lohnt. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, das Ganze soll jetzt keine politisch-philosophische Richtung einschlagen, sondern ich möchte einfach Zahlen betrachten. Ab wann lohnt sich eigentlich Selbstständigkeit? Und das bedeutet natürlich auch, dass die vielen Vorteile, die man hat als Selbstständiger, die Freiheit, dann zu arbeiten, wann man möchte, die Freiheit, mit der Person und den Menschen zu arbeiten, mit denen man gerne arbeiten möchte, das ganze Thema Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und am Ende auch den Fakt, dass man in der Selbstständigkeit immer etwas Eigenes aufbaut und nicht für jemand anderen arbeitet und am Ende den Wertzuwachs, den Wert, den man langfristig erschafft, für sich selbst erschafft und nicht für jemand anderen. All diese Fragen möchte ich in diesem Video ehrlicherweise ausklammern, weil das sind alles Fragen, die kann man hervorragend diskutieren. Das ist aber keine wirkliche Frage, die man seinem Steuerberater stellen sollte. Ich möchte hier in diesem Video einfach mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Und da müssen wir am Anfang so ein paar Begriffe definieren. Gerade wenn ich so Online-Anzeigen sehe von Business-Coaches, dass sie 10.000 Euro im Monat gemacht haben, 100.000 Euro im Monat gemacht haben. Da muss man dazu sagen, die reden meistens über den Umsatz und ganz ehrlich, der Umsatz, den interessiert überhaupt niemanden. Denn natürlich generierst du irgendwie Umsätze, aber du hast ja auch Betriebsausgaben. Das heißt, du hast bestimmte Kosten, die du haben musst, um diese Umsätze zu erzielen. Und die Umsätze minus die Betriebsausgaben, das ist dann der Gewinn. Und das ist auch die entscheidende Größe, weil der Gewinn ist ja tatsächlich der Geldbetrag, den du für dein privates Leben hast. Den Gewinn darfst du jetzt allerdings nicht gleichstellen mit dem Nettogehalt, was du als Angestellter verdienen würdest. Also wenn du beispielsweise 5.000 Euro Gewinn im Monat als Selbstständiger machst, ist das nicht entsprechend mit 5.000 Euro Nettogehalt. Eigentlich relativ nachvollziehbar, weil auch Angestellte haben noch eine ganze Reihe an Kosten, wie du auch als Selbstständiger eine ganze Reihe an Kosten hast. Vor allem die Steuer und die Sozialversicherung. Allerdings darfst du auch deinen Gewinn als Selbstständiger nicht mit dem Bruttogehalt gleichsetzen. Denn was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass das Bruttogehalt, was ein Angestellter in seinem Arbeitsvertrag hat, dass das gar nicht alle Kosten beinhaltet. Denn der Arbeitgeber zahlt für die Angestellten noch eine ganze Reihe an Sozialversicherungen. So ganz grob vereinfacht kann man sagen, dass der Arbeitgeber 50% der Sozialversicherungen für die Angestellten übernimmt. Du als Selbstständiger hast keinen Arbeitgeber, der dir 50% der Kosten irgendwie abnehmen würde. Das heißt, du als Selbstständiger musst tatsächlich deine gesamten Sozialversicherungen zahlen. Und deswegen kannst du den Gewinn aus einer Selbstständigkeit nicht gleichstellen mit dem Bruttogehalt eines Angestellten. Du musst dann den Sozialversicherungsanteil des Arbeitgebers quasi noch einmal rausrechnen. Und das sind so ganz grob 20, 25 bis zu 30% des Bruttogehaltes eines Angestellten. Ich denke, am einfachsten wird es einfach anhand eines Beispiels. Und zwar gehen wir davon aus, dass du angestellt bist und du möchtest dich jetzt selbstständig machen. Und natürlich möchtest du in deiner Selbstständigkeit nicht weniger verdienen. Das wäre ehrlicherweise ja auch ein bisschen doof. Du trägst viel mehr Risiko. Zumindest in den Gründungsjahren wirst du wahrscheinlich auch mehr arbeiten. Und ja, dann ist es ja ehrlicherweise nicht besonders attraktiv, wenn du dann auch noch weniger verdienen würdest. Das heißt, du möchtest als Selbstständiger ja mindestens dein Bruttogehalt verdienen. Und dafür müssen wir den Sozialversicherungsanteil und die sonstigen Kosten, die dein Arbeitgeber für dich zusätzlich noch bezahlt, herausfinden. Und wie ich schon gesagt habe, das beträgt so ungefähr 20-25%. Um da wirklich auf der sicheren Seite zu sein, nehmen wir da einmal 25% an. Das heißt, bei einem Bruttogehalt von 4.000 Euro ist das Arbeitgeber-Bruttogehalt, das heißt, die gesamten Kosten, die der Arbeitgeber für dich hat, liegen 25% höher, sprich
5.000 Euro. Diese 5.000 Euro Gewinn aus selbstständiger Arbeit sind also dann das Äquivalent zu 4.000 Euro Bruttogehalt. Und ehrlicherweise bleibt unterm Strich dann auch ähnlich viel übrig. Als Angestellter kennst du das. Von 4.000 Euro brutto bleiben bei Steuerklasse 1 im Durchschnitt 2.600 netto tatsächlich auf deinem Konto. Und genau so sieht das bei Selbstständigen auch aus. In einer Selbstständigkeit müsstest du dann 5.000 Euro Gewinn machen. Aber tatsächlich deins sind dann auch nur 2.600 Euro. Das Ganze ist also bei Selbstständigen nochmal deutlich frustrierender, weil die Abgabequote so sichtbar auf dem Konto ist und weil man das auch selbst proaktiv an die Krankenkasse und das Finanzamt überweisen muss. Als Angestellter vergisst man das ja manchmal ganz gerne und man wird nur mit Blick auf die Gehaltsabrechnung daran erinnert. Oder man weiß es in Bezug auf den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung gar nicht so genau. Und ehrlicherweise kann ich in so einem Video ja auch gar nicht generell beantworten, ob eine Selbstständigkeit sich für dich persönlich lohnt. Dafür müsste ich ja genau wissen, was für Lebenshaltungskosten du hast und auch auf welchem Niveau du vorher als Angestellter verdient hast. Wenn du als Angestellter vor der Gründung ein Bruttogehalt von 2.500 Euro hattest, dann sind deine Lebenshaltungskosten wahrscheinlich niedriger, als wenn du vorher 10.000 Euro brutto als Angestellter verdient hast. Deswegen musst du am Ende diese Rechnung für dich selber vornehmen. Um das Ganze für dich zu berechnen, solltest du also dein Jahresgehalt nehmen und mal 25% obendrauf schlagen. Und das ist der Gewinn, den du unbedingt brauchst, um am Ende das gleiche Netto rauszuhaben. Vielleicht schlägst du gerade die Hände über den Kopf zusammen und sagst, oh mein Gott, mein Netto steigt dadurch nicht, aber ich muss trotzdem noch mehr Gewinn machen. Wie soll das denn alles funktionieren? Und da gibt es tatsächlich einen relativ pragmatischen Trick. Und zwar nebenberufliche Selbstständigkeit. Wenn du nebenberuflich selbstständig bist, also sowohl zeitlich als auch finanziell weniger investierst in deine Selbstständigkeit als in deinen Hauptjob, dann bist du nebenberuflich selbstständig. Und dann bist du quasi über den Hauptjob mitversichert. Dann zahlst du für deine nebenberufliche Selbstständigkeit keine zusätzlichen Sozialversicherung. Das heißt, diese ganze Berechnung musst du gar nicht vornehmen. Du bist schon finanziell und auch sozialversicherungsrechtlich abgesichert über deinen Hauptjob und hast dann im Nebenerwerb die Möglichkeit, deine Selbstständigkeit zu starten, zu investieren, den ganzen Projekten, die du da angehst, auch Zeit zu geben und langsam deine Einkünfte zu steigern. Und so entwickelst du auch ein Gefühl für die Einnahmen und Ausgaben. Denn es gibt eine Abgabe, die musst du auch bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit auf jeden Fall im Blick behalten. Und zwar die Steuern. Und zwar nicht nur die Lohnsteuer, also die Einkommensteuer, sondern unter Umständen auch die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer. Zu dem ganzen Thema Steuern für nebenberufliche Selbstständige habe ich schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir gerne oben rechts. Hier an dieser Stelle nur der Hinweis, wenn du dich bei einem Gründungsvorhaben nicht ab dem ersten Monat so sehr unter finanziellen Druck setzen möchtest, dann ist tatsächlich die nebenberufliche Gründung rein finanziell gesehen eine sehr gute Empfehlung. Ich hoffe, mit diesem kurzen Video konnte ich dir einen guten Überblick darüber geben, wie eigentlich der Gewinn aus einer Selbstständigkeit und einem Bruttogehalt zusammenhängen und wie man das jeweils quasi umrechnen kann. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du selbstständig bist und Unterstützung in deiner Selbstständigkeit brauchst, also gerade so bei Buchhaltung, Steuern, Finanzen und so weiter, dann habe ich eine ganze Reihe von Empfehlungen für dich. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir erstmal die weiteren Videos an. Da gibt es viel zu entdecken auf diesem Kanal, zum Beispiel hier oder hier.